100 Kilogramm bereithalten, Richard. 100 Kilogramm für Thomas, der wiegt nur 73. Und Start. Und jawohl, mit ein bisschen Power und jawohl, und ablegen. Ja, gut. Guter Versuch. 110 Kilogramm bitte auflegen. Ja. Spindel 5. 110 Kilogramm für den Richard. Bereithalten Eckhard Enslin. Die Spindel wie viel? Ja. Auf 4. So, haben wir 110? Ja. Jawohl, haben wir. Super. Also. Und stopp. Und ablegen. Gut. Guter Versuch. Ja. 115 Kilogramm, Stände 4. Jawohl. Da haben wir zwei große Dienstzeitmäßige Helfer am Start. Jawohl, Dirk Reinholz, der ehemalige Bad-Württembergische Vize-Theo, nein, Gold-Theo, Meister seiner Art. Und Prinz Philipp, der diesem Jahr auch schon einen Meistertitel in Bankdrücken hat. Landesmeister von Baden-Württemberg. So, Eckhard Enslin, 115 Kilogramm. Stopp! Und raus damit, komm! Und ablegen! Super! Guter Versuch! 125 Kilogramm auflegen! 125 Kilogramm für Gildenkohl! Tobias Kunz, Stände wie links! Bereitheit Christian Holzner! Ja. Schon wieder das Kunst. Rausgehen. Und Start. Und raus. Ablegen. Dein erster Wettkampf heute. 125 Kilogramm. 125 ebenfalls für Christian Holzner. Stempel 5. So, Christian erholt sich noch etwas von seiner Schulteroperation. Man sieht es am Gewicht. Bereithalten Armin Elner. Jawohl, Start! Und schön vorsichtig. Und ablegen. Ja, ein bisschen vorsichtig. Eine Schulter-OP ist ja nicht so lustig. Deswegen, besser so. Wunderbar. 130 Kilogramm bitte auflegen. Armin Ehinger, Stellhöhe 6. Freitag, Michael Lars. So, die zweite Versuche dann noch angeben. So, Armin Ehinger bei 130 Kilogramm. Erster Versuch. Stopp. Komm. Abnehmen. Ah, das war noch nichts. Etwas zu viel gewesen. Macht aber nichts, da hat er noch zwei Personen. So, 150 Kilogramm auf. Stempel 5. 150 Kilo.
Michael. Soll ich mir eine So, Michael Lars, letzte Woche im Bavaria Cup Sieger im Kreuzheben. Versucht sich an 150 Kilo, hat ein bisschen Schulterverletzung. Deswegen ist er da ein bisschen vorsichtig. Geht schon, okay, jetzt kommt. Stopp! Und ablegen. Naja, das ist ein Kilo-Problem. Das war gut. Ja. Und wir brauchen 155 Kilogramm für seinen Folger, sozusagen Herr Folger, 155. Für Danny Sauter. Stimmerhöhe. Das ist nicht schön. Reishalten, Tamar Stolzki und der Netzmann David Lukasch. 155 Kilogramm für Dennis, der bis jetzt gerade eben noch Scheiben geschoben hat, getäuscht hat. Jawohl. Man kann gar nicht genug Danke sagen für die Helfer, die sehr rar gesät sind, leider. Aber bei uns wird es wieder mal aus. 155 Kilogramm. Dennis wurde dieses Jahr Gesamtsieger bei der Bayerischen Juniorenmeisterschaft in Bayern. Mal schauen, was er mit 155 macht. Und Start. Und ablegen. Ja. Das war ein guter Versuch. Wir benötigen 160 Kilogramm für den Tamasch. Wenn direkt oben, sozusagen. Fast gleich schwer, ist etwas leichter. Und wir geben 5 Kilo mehr. So, kräftig jetzt. Tamar Stolzki. Stopp. Und. Jawohl, und ablegen. Die waren gültig, auch wenn sie kommen waren. Jawohl, war ein guter Besuch. 100, ach gar keine 100 mehr. Nein, 210. 210 Kilogramm. Spenderhöhe? 6. Na, wenn es nicht. Das war noch 10. Kilogramm für den Dave. Dave ist der momentan stärkste Kraftkämpfer im Land. In Baden-Württemberg. Also, seine Bestleistung ist ja auch einiges drüber. Und Dave bereitet sich auch gerade auf internationale Kraftdreikampf-Events vor. Und dann hat er gedacht, macht ihr ja auch mal mit. Ne? So, 210 Kilogramm. Ich möchte jetzt mal sagen, nur eine Wiederholung bitte. Jawohl, und kräftig. Stopp! Ablegen. Ja. Das kann man lassen. Kräftiges Ablegen. So, super. Das war die erste Runde. Die zweite Runde beginnt quasi mit 105 Kilogramm. Thomas Möller, Ständerhöhe 4. Reithalten, Richard Messer-Rosch. Ständerhöhe 4.
schon haben, naja, für 73 Kilometer ist das schon auch schwer. Obwohl man natürlich nicht zu seiner Spezialliste gekommen ist. So. Jawohl. Einspannen. Und Start. Und mit Kraft und Schwung und allem. Ja, gut. Ja, komm zu mir, zu mir. Und ablegen. Gut gegangen. Bisschen Spannung, aber bei dem Wetter ist klar. Wir brauchen 150. Ja, bei dem Wetter kommt ja nicht mal die Zuschauer, was soll denn da das Leben machen? Aber es gibt ja kalten, kühlen Kartoffelsalat, habe ich gehört. Und kalte Getränke. Hm? Komm, genau. Und ablegen. Gut. Sauber. Gültiger Versuch. Ist auch nur 74 Kilo. Da sind nur noch 15 schon ganz gut. 120 haben wir. Höhe 4. 120 für den Ecki. Höhe 4. Bei 120 Kilogramm, so wie ich weiß, ist das eine persönliche Bestleistung. Ohne Equipment. Start! Und? Komm! Ja, mach den. Sauber! Weiter so. 81 Kilo schwer, das sind auch schon mal 120. So, wir brauchen 130 Kilogramm. Und zwar brauchen wir 130 für den Christian Holzner und für den Armin Eger. Endeuhe 5. Endeuhe 5 für Christian Holzner, der ist als erster dran. Und Endeuhe 6 für Armin, der ist als zweiter dran. So, super. Auf den Baum muss man fangen. So, 630 und Start. Und der macht es ganz vorsichtig. Komm zu mir, zu mir, zu mir. Ja, ja. Ganz vorsichtig. Jawohl, die kommen. Ganz vorsichtig. Und abgeht. Der Hund will auch mitmachen. Das war ein vorsichtiger Versuch. Da war es gesehen, dass der Hund erhoben. Aber wir sind ja nicht so. Es gibt ja Krankenhausgruppen bei uns. Ja? OP-Punkte sozusagen. Ja, und deswegen, außerdem ist er ein Strongman und kein Dreikämpfer. Den lassen wir einfach mal gelten. Das ist ein guter Versuch. Wir brauchen 130 Kilogramm auch für den Armin. Ja, der hat erst vorhin ein bisschen Pech hatte. 130. Und der Hund heißt Maya, ja. Ist aber, glaube ich, ein Frauchen. Ein Mädchen. Oder wie nennt man das? Welpe. So, 130. Armin, auf geht's. Bisschen kräftiger, bisschen schwungvoller. Und Start. Und aus damit, ja? Und ablegen! Wahnsinn! Tja, ich glaube, es war möglich. Weiß ich noch. Nein, es war gültig, es war gut gedrückt, es war gut gekämpft. Klasse 135 brauchen wir. Stände ganz viel. 6. 135. Bereithalten. Oh!
Bereithalten, Tamas Stowinski. Auf geht's, komm. Start. Hol sie dir. Komm zu mir. Raus. Weg. Ja, das war doch nichts. Mehr drücken. Mehr drücken. Unwürdiger, aber es ist kein Problem, er hat noch einen. So, jetzt haben wir die Konstellation, dass jeder von den Burschen hier 165 Kilo möchte. Der Tamas, der Dennis und der Michael. Ist das richtig? Nein? Sicher? Dann brauchen wir 162 Kilo. Da habe ich das falsch aufgeschrieben. 162 Kilogramm. Quasi 0,5. 162,5 Kilogramm auflegen. Das soll man wissen, wie es geht, ne? Ja, das ist Mathematik. Ja, Leistungsfach, weiß nicht, wenn ich mir was, Tobi. Hat aber auch scheiße Mathe. Gut, also, sie sehen schon mal ganz gut aus, das sieht schon mal gut aus, jawohl, die scheiß Hände. Das ist aber. Jawohl. Das ist aber. So, jetzt haben wir 162,5 haben wir. Ja. Er ist ja Fachwirt. Prinz Michael ist Fachwirt, der muss das wissen. 162,5 Kilogramm. Stendorel 5 bitte. 5. Und Dennis Saule bereitet sich vor. 162,5 Kilogramm, das ist jetzt nicht ganz so wenig. Wiegen selber tut er 104. Und Alter ist er 20. Das ist gut. Kräftig oder 15? Gut. Stopp! Und raus. Ablegen. Ja? Kann man lassen. Kein Problem. 162,5 gültig. So, 165 Kilogramm brauchen wir. 165 Kilogramm brauchen wir für Tamas Stowinski. Das stellen wir jetzt ebenfalls. 165 Kilogramm. Bereithalten, Michael Abs. Ja, auch dieses. So, wir brauchen auch 165 Kilogramm und ebenfalls Stendorel 5 für Michael Abs. 165 Kilogramm. Start. Und raus damit, ja, raus! Ein locker, ablegen. Ja, super. Kein Problem. So, 220 Kilogramm. 220 Kilogramm für den Helfer. Die Handschuhe sehen schön blau aus.
massiv. Alles Eisenscheiben, ja. 220 Kilo. Und das ist für den Leben auch schon mal ganz schwer. Jedenfalls nicht zu lang. So. Zweiter Versuch, David Lukas, 220 Kilo. Stopp! Programm! Und ablegen! Ja, da war zwar ein Stopper drin, aber wir sehen den Stopper, weil er hat es dann auch selber. Komm. Nein, hat er nicht geschafft. War doch zu schwer. 122,5 Kilogramm wieder haben. Der Richard, neuen Rekord wieder machen. 122 Kilo. 7,5 Kilo mehr wie der zweite Versuch. Der selber wiegt nur 74 Kilo. Eckhard jetzt gehen bei 125 Kilogramm. Selber hat er eine 81. Start. Und aus, aus, aus. Kämpfe. Leider nicht mehr. Schade, schade. War ein guter Versuch. So, bisher hatten wir keinen gültigen im dritten. Jetzt nehmen wir 132,5. 132,5 für den Armin, dann nur eine 6. Dreiteilen probiert kurz. Aufgezogen, komm, ich komm. Alles fertig, Stopp! Und aus, raus, raus, raus!
Schade. Gut, wir brauchen doch 167,5 Kilogramm. Stindel 5 für Tabasz-Turicki. 167,5. Bereithalten Dennis Sauter und Michael Lachs. Er kontert, Dennis Sauter kontert, er ist ein Kilo schwerer, er muss natürlich jetzt auch etwas mehr machen. Er nimmt 2,5 Kilo mehr auf. Er braucht diesen Versuch, um Tamas im Griff zu haben, sozusagen. Auf geht's, Dennis. Von unten. Zeit jetzt. 170 Kilo. Persönliche Bestleistung. Ohne Equipment. Brauchen viel Spannung, viel Kraft und viel Kampf. Und schnell richtig. Und start. Kräftig. Und hinten raus. Und ablegen. Wow. Minder gekämpft und ich bin da schwer, 170 Kilogramm. Wir werden sehen nachher beim Ausrechnen, ob es gereicht hat. So, 175 Kilogramm. Na, 175 Kilogramm. August. August. 175 Kilogramm, der vorletzte Versuch dieser Veranstaltung. Bank drücken, zweite Disziplin. Ständerhöhe 5, jawohl. Und die Bauchmuskeln von Philipp Pichler sind Leckerbissen, die klar gehen. Das ist es. Auf geht's, Lupsi. So, 175 Kilo. Jetzt brauchen wir auch viel Kraft und viel Schwung. Und ein bisschen Kampfgeist. Auf geht's, Lupsi. Start. Und raus damit. Raus. Mann, leck mich doch am Arsch, du! Nein, das ist so ein Mist, du! Das kann man nicht. Aber ein guter Versuch, gut zum Start gekommen. So, wie ich gehört habe, schont sich unser Meister. 290er gedrückt fürs Baumstammstemmen, das kommt als nächstes. Also sind wir mit dem Banken durch.